Sie sind doch Herr Stefan Gelbhaar. Ach so, ja. Dann Sie? Ich bin Aileen Weibeler. Und Sie, Dr. Ich bin Daniela Kluckert von der FDP. Ich bin Klaus Mindrup von der SPD. Frau Schlüter von der Linken. Und wer seid ihr? Ich bin Ava und ich bin 8 Jahre alt. Mhm. Und ich bin Nils und bin auch 8 Jahre alt. Wie wollen Sie dafür für mehr Gerechtigkeit sorgen, dass alle die gleichen Chancen haben? Ja, guten Morgen. Eine kurze Frage, die eine lange Antwort verdient. Aber vielleicht kann man ein, zwei Punkte mal rausziehen. Ich glaube, gleiche Chancen auf dieser gesamten Welt zu bekommen, ist total schwierig, ist ein langer Weg. Es beginnt in Berlin damit, dass wir gute Schulen brauchen, gute Kitas brauchen, wo alle Kinder die gleichen Startbedingungen bekommen. Von zu Hause aus haben die Kinder meistens nicht. Ne? Also ihr wisst ja alle, dass es unterschiedlich ist zu Hause. Einer hat mehr Bücher, die andere weniger, einer hat einen Computer, die andere nicht. So, und deswegen ist die Schule, ist die Kita so ein ganz wichtiger Ort, um die Chancen im Leben dann eben doch gerechter zu gestalten. Ich glaube, das ist ganz toll wichtig. Im weiteren Leben dann geht es darum, dass die Menschen in den vielen verschiedenen Situationen, in den Problemen, die auf sie so zutreffen, dann mit einer guten Gesundheitsversorgung konfrontiert sind, dass wenn man krank ist, gut versorgt wird und so weiter. Da kann man ganz, ganz viele weitere Punkte dann bringen. Punkt. Also ich finde, dass alle von uns die gleichen Chancen haben. Und ich finde auch, dass wir da im Kindergarten und in der Schule anfangen müssen. Denn ihr wisst ja bestimmt auch, dass alle aus unterschiedlichen Familien kommen. Die Eltern machen alle beruflich was anderes. Und ich finde auch, dass Schule und Kindergarten ein guter Ort ist, wo wir einfach alle gleich sein können, alle die gleichen Chancen haben können. Also Bildung ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wirklich gute Schulen haben, dass die Kinder sich da wohlfühlen, dass es eine tolle Atmosphäre ist für Lehrer, dass sie den Kindern was beibringen können und dass ihr da zusammen auf den Weg geht. Aber ich will noch mal was anderes sagen, und zwar ist es so, dass es leider häufig in unserer Gesellschaft noch ist, dass es davon abhängt, welche Hautfarbe man hat, welche Sprache man spricht, ob man Möglichkeiten hat oder ob man eine Wohnung bekommt, ob man einen Ausbildungsplatz bekommt, ob man einen Job bekommt. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und da müssen wir von der Gesellschaft, also da müssen wir, da müsst ihr, da müssen wir alle was tun, damit das besser wird. Ja, es gibt tatsächlich Unterschiede. Ich weiß das selber, mein Vater war Rottenarbeiter, also Bahngleisarbeiter und Schrankenwärter. Meine Mutter konnte nicht mehr arbeiten, weil sie schwerstbehindert war. Und ich konnte nur das machen, das Studieren, Biologie studieren, abschließen, weil es Unterstützung vom Staat gab. Es gab BAföG und ganz wichtig, Bildung war kostenfrei. Und das hat Berlin auch gemacht. Also wir brauchen gute Bildung. Dafür dürfen die Eltern nicht bezahlen, weil wenn es darum geht zu bezahlen, können sich die Reichen erleisten. Das geht dann los bei der Kita, bis in die Grundschule, bis in die Hortbetreuung. Und es ist wichtig, dass der Staat Geld für gute Bildung gibt, gutes Geld für gute Schulen, und dafür muss er Geld einnehmen, und das geht über die Steuern. Deswegen muss es ein gerechtes Steuersystem geben, und dann haben alle bessere Chancen und die Toleranz, die Frau Kluckert angesprochen hat, dass wir unabhängig von der Hautfarbe miteinander gut umgehen oder von der Herkunft, das sozusagen ergibt sich von selbst. Ich will noch einen Punkt hinzufügen zu dem, was die Kolleginnen und Kollegen gerade vor mir gesagt haben. Und zwar sind auch Einrichtungen wie diese, in der wir gerade sitzen, existenziell für Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit. Weil Einrichtungen wie diese, in der wir hier gerade sitzen, tragen sehr, sehr viel dazu bei, dass Kinder wie ihr in ihrer Freizeit hier Unterstützung bekommen, die sie brauchen bei den Hausaufgaben, die wir ja alle nicht mögen oder gemocht haben. Aber auch einfach bei den ganz vielen wichtigen Dingen des Lebensalltags. Und deswegen ist neben sauberen Schulen und guten Kitas eben auch die soziale Infrastruktur in den Kiezen dieser Stadt ein existenzieller Beitrag zur Chancengleichheit der Kinder in diesem Land. Was wollen Sie dafür tun, dass mehr Grün in Berlin ist? Ich glaube, Berlin ist im Vergleich mit anderen Metropolen dieses Landes schon eine sehr grüne Stadt. Das reicht aber nicht aus. Ich glaube, wir müssen sehr, sehr viel mehr Grün schaffen, weil Berlin ist ja deshalb so lebens- und liebenswert, weil wir so viel Grün haben. Und ich habe mich als Kinder- und Jugendpolitiker dieses Bezirks sehr für die Sanierung von Spielplätzen eingesetzt. Und ich glaube, dass wir sehr viel mehr dafür tun müssen, dass wir mehr Grün bekommen, weniger Autos, weniger sozusagen Individualverkehr im Sinne von Autos und dafür sorgen, dass ihr
hier in einer grünen und lebens- und lebenswerten Stadt lebt. Wir müssen erstmal unsere Parks vernünftig pflegen. Wir müssen unsere Kleingartenanlagen schützen, weil die sind überall über die Stadt verteilt. Das sind ganz wichtige Grünflächen. Und dann geht es natürlich darum, mehr Bäume zu pflanzen, auch mehr Straßenbäume zu pflanzen, sie besser zu pflegen, mehr Fassaden zu begrünen, mehr Dachbegrünung zu machen. Denn das ist ganz wichtig, die Stadt wird immer heißer durch den Klimawandel und die Pflanzen sorgen dafür, dass es in der Stadt kühler bleibt und dass die Luft gut bleibt. Deswegen ist das ganz wichtig. Das wird sehr viel Geld kosten, aber das muss man dann ausgeben. Das ist wichtig, damit wir alle eine gute Zukunft haben. Mehr Grün für alle, das schafft man zum Beispiel, indem man guckt, welche Flächen sind eigentlich noch nicht genutzt. Also wir haben ganz viele Flächen, gerade hier bei uns auch im Prenzlauer Berg, Pankow insgesamt, die so brach liegen, wo gar nichts gemacht wird. Und das finde ich total schade, weil ich finde einfach, da könnten Grünflächen entstehen und das würden wir schaffen. Die müssen wir nutzen, was noch nicht genutzt wird. Und da müssen wir dafür sorgen, dass die Sachen, die wir haben, ordentlich gepflegt sind, dass auf den Spielplätzen das ganze Müll mal aufgeräumt wird, dass tatsächlich auch Leute dafür da sind, dass die Grünflächen ja, schön gemacht werden. Ja, also ich finde auch, wenn wir uns in unserer schönen Stadt mal umschauen, dann ist es eigentlich schon relativ grün. Und dass auch jeder von uns, von euch, seinen Teil dazu beitragen kann, dass es so bleibt. Ihr habt vielleicht schon mal beschmierte Bänke gesehen, dass man einfach darauf achtet, dass sowas nicht passiert. Euren Müll immer schön mit nach Hause nehmen und dann ist schon mal ein bisschen was getan. Ob das Mitnehmen von Müll in die Stadt jetzt grüner macht, da kann man andermals drüber diskutieren. Also in der Tat, pflanzt Bäume, die wachsen mit euch und das ist wunderbar. Ich habe schon ganz viele Bäume in Berlin gepflanzt und das ist, wenn man da wieder vorbeikommt und sagt, den Baum habe ich gepflanzt, das ist cool. Gießt Bäume, Bäume brauchen Wasser. Wir haben eine immer trockener werdende Zeit so, und deswegen, wenn ihr Bäume mögt, dann gebt ihnen ab und zu mal eine Gießkanne Wasser. Das hilft und das müssen wir von der politischen Seite her auch organisieren. Ihr kennt alle den Winterdienst, ja, wo der Schnee weggeräumt wird. Wir brauchen auch sowas wie den Sommerdienst, wo die Bäume halt ja, professionell gegossen werden. Wie wollen Sie den Klimawandel stoppen? Oh Gott, in einer Minute. Ich glaube, wir müssen mit den CO2-Emissionen runter. Die müssen wir auf Null bringen. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Dazu dürfen wir keine Kohle mehr verbrennen. Dazu dürfen wir auch kein Erdöl mehr verbrennen, dazu brauchen wir auch mehr Bäume, wir müssen aufhören, den Amazonas abzuweiden. Das gleiche gilt für die europäischen Wälder. Wir müssen schauen, dass die Flora-Fauna-Habitate, also da wo noch große Grünflächen in Europa sind, dass wir die unter Schutz stellen, damit wir die nicht kaputt machen. Wir müssen aufhören, überall Parkplätze und neue Autobahnen zu bauen. Das vielleicht als Kurzfassung. Ja, dem würde ich hinzufügen, dass wir auf jeden Fall auch hier wieder vor Ort anfangen können. Wenn ihr überlegt, ob ihr mit dem Auto fahrt, dann fahrt doch mal lieber mit dem Fahrrad. Dass wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, dass mehr Busse und U-Bahnen fahren und dass es einfach ein bisschen leichter wird, sich zu entscheiden, ob man eben klimabewusst leben möchte oder nicht. Und auch hier darf auch der Preis keine Rolle spielen. Es sollte keinen Unterschied machen, wie viel Geld man hat. Das sollte einfach auch für jeden möglich sein. Genau. Ich finde, wir sollten einen Deckel drauf machen, wie viel CO2 man überhaupt verwenden darf. Am besten weltweit, aber wir können auch erstmal in Europa und in Deutschland anfangen. Da machen wir einen Deckel drauf und mehr darf einfach nicht in die Luft emittiert werden. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit, um tatsächlich die CO2-Emissionen zu stoppen. Und das heißt natürlich, der Klimawandel, der hat natürlich sehr viel damit zu tun, was mit den CO2-Emissionen passiert und deswegen ist es wichtig, sie zu stoppen und ich finde, wir sollten da einen Deckel drauf machen. Ich war ja auf der Klimakonferenz in Paris, von der ihr vielleicht schon was gehört habt, also auch dabei, als damals dieser berühmte Hammer gefallen ist, als die ganze Welt gesagt hat, wir müssen das Klima schützen und das geht natürlich als erstes dadurch, dass ich kein Öl, kein Kohle, kein Gas mehr verbrenne. Ich habe auf unserem genossenschaftlichen Dach eine Photovoltaikanlage, also man kann seinen Strom auch selber erzeugen. Wir brauchen Photovoltaik, wir brauchen Wind und wir müssen zukünftig anders bauen, viel stärker mit Holz und wir müssen natürlich uns anders bewegen. Also zukünftig mit Elektroautos fahren und mit den Fahrrädern und viel öffentlich. Und das ist alles möglich und dank technologischem Fortschritts kriegen wir das auch hin und kriegen das auch, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren ganz gewaltig nach vorne. Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Ich glaube, wenn wir hinbekommen, dass in Berlin jeder, der es möchte, von A nach B kommt, und zwar mit dem öffentlichen Personennahverkehr, also mit Straßenbahn,
mit der S-Bahn, dann haben wir schon viel in Berlin erreicht. Und ein wichtiger Punkt ist, und da kann man in der Kommune und auch im Land sehr, sehr viel machen, ist bei der Sanierung von Gebäuden. Also dafür zu sorgen, dass in Gebäude so saniert werden, dass sie eben nicht mehr so viel Heizkosten verbrauchen, dass sie eben vielleicht auch durch intelligente Technologien selbst mit Licht, mit Jalousien und etc. umgehen. Also ich glaube, wir haben ganz, ganz viel, was wir hier in der Kommune machen können, und da ist der Ausbau des ÖPNV der erste richtige und wichtige Schritt. Was wollen Sie tun, damit Schulkinder sicher in die Schule kommen? Schulwegsicherheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, und ich glaube, dass wir durch die Verkehrswende, die wir ja gerade beim Thema Klima auch angesprochen haben, also Ausbau von ÖPNV und Verringerung des Autoverkehrs, Ausbau von Radinfrastruktur, das heißt Radwegen, sehr, sehr viel dafür tun können, dass Kinder und Jugendliche sicherer von A nach B kommen, sicherer in die Schule kommen. Und ich glaube, der wesentliche und wichtige Beitrag ist hier der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und auch, dass wir gucken, dass in den Kiezen mehr Zebrastreifen vorhanden sind, dass wir gucken, dass die Ampelschaltungen auch fußgängerfreundlicher sind, als sie aktuell sind, damit ihr besser in die Schule kommt und auch sicherer in die Schule kommt. Da kann ich mich fast vollständig anschließen, aber ich glaube, noch mit das Wichtigste ist, dass die Planer, die Verkehrsanlagen planen, sich mal in eure Perspektive versetzen. Mal gucken, wie sieht denn so eine Straße aus, über die man geht, wenn man so groß ist wie ihr. Dass man dann eben sichere Räume schafft, diese Gehwegvorstreckungen, die hier überall gebaut worden sind, und wirklich sich hineinversetzen und dadurch, dass Straßen und Fußgängerwege sicherer machen, und alles andere ist eben schon gesagt worden. Ja, der Schulweg wird häufig, vor allem vor der Schule, auch durch die ganzen Autos, die ganzen Mama- und Papa-Taxis da unsicher gemacht. Ja? Vor der Schule entstehen da Unfälle. Und ich glaube, da ist es ein wichtiger Punkt, dass die Schüler tatsächlich mit dem öffentlichen Nahverkehr oder zu Fuß auch zur Schule gehen. Und da gab es einen Trend in den letzten Jahren, der das umgedreht hat. Also bei mir, als ich bin jetzt 40, als ich vor sehr, sehr langer Zeit in die Schule gegangen bin, da sind eigentlich alle Kinder entweder mit dem Bus oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule gekommen. Und heute werden sie sehr häufig gebracht von ihren Eltern. Das ist zwar bequem, aber das führt nicht dazu, dass es sicherer wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier wieder einen neuen Trend brauchen. Einen neuen Trend, dass Schüler alleine zur Schule gehen. Und, ja, das, vielleicht können wir darüber nachher auch mal sprechen, wenn wir in den Werkstätten sind, was ihr dazu sagt. Ja, also ich finde, dass man auf jeden Fall bei den Straßen anfangen muss, dass da keine Schlaglöcher sind, dass ihr auch wisst, wo ihr herlaufen dürft, dass es besser ausgeschildert wird mit Schildern, die auch jeder versteht, sage ich mal, ohne viele Buchstaben. Und besonders im Winter, habe ich so das Gefühl, ist das mal ein großes Problem. Da kann man natürlich selber Warnwesten tragen oder so, um seinen Teil dazu beizutragen. Aber auch hier müssen natürlich die Autofahrer aufpassen, immer gucken und ja, auch lieber mal eine Sekunde länger stehen bleiben, nach links und rechts gucken, und die Politik muss dann auch ihren Teil dazu beitragen. Na, machen wir uns mal ehrlich, wenn wir fragen, wie wir auch mal den Schulweg sicherer, dann ist ja die Urfrage, was macht eigentlich den Schulweg unsicher? Und da ist die Antwort ja sehr eindeutig, das Auto. So, nichts anderes, es ist das Auto. Deswegen muss man dann gucken, was am Auto müssen wir da verändern, dass eben der Schulweg dann sicherer wird. Und da geht es dann um eins, Autos müssen langsamer fahren, insbesondere in der Zeit zwischen 7 und 8, aber eigentlich auch den ganzen Tag, weil ihr ja den ganzen Tag auch in der Stadt unterwegs seid. So, das heißt, Tempo 30 ist das Maximum in der Stadt auf den Straßen, wo unten die Schule dann nicht ist. Der zweite Punkt ist, Autos werden immer größer. So, das ist von der Politik gesteuert. Ich würde aufhören, große Autos zu fördern. Das würde den Schulweg sicherer machen. Und der dritte Punkt ist, wer sich sieht, fährt sich nicht um. Das heißt, man muss Parkplätze an Kreuzungen wegnehmen, damit gegenseitig Sichtbeziehungen hergestellt werden, damit ihr die Autos seht und die Autofahrer euch sehen. Dann wird der Schulweg sicherer und nur dann wird der Schulweg sicherer. Sind Sie dafür, dass alle Schulkinder geimpft werden können? Das war jetzt ein Themenwechsel. Also. Tatsächlicherweise, ich bin kein Arzt, keine Ärztin, da gibt es Untersuchungen, umfangreiche Untersuchungen dazu, und das ist auch richtig so und richtig so. Es gibt eine ständige Impfkommission, die schaut sich das an,
Und wenn wir jetzt über Corona reden, ich glaube, das ist ja die Frage, da gibt es jetzt von der Ständigen Impfkommission die Empfehlung, dass sich Kinder ab 12 Jahren impfen lassen können. Und ich glaube, das sollten die Kinder mit ihren Eltern besprechen. Und dann, wenn es die Ständige Impfkommission empfiehlt, ist da meistens lange drüber nachgedacht worden. Und deswegen habe ich mit meinem Sohn gesprochen, dass er sich impfen lässt. Ich bin auch kein Arzt, so viel schon mal. Ich bin über 12 Jahre alt, aber ich habe mich auch impfen lassen, um meinen Teil dazu beizutragen, dass die Pandemie endlich mal ein Ende hat, dass man mal wieder ordentlich Weihnachten feiern kann, seine Großeltern umarmen kann. Und ich glaube auch, dass wir halt entweder genesen, getestet oder geimpft sein müssen, damit wir alle, sag ich mal, sicher leben können und miteinander normal weiterleben können, auch in der Schule. Und da muss man halt schauen, wie die Mediziner das in der Zukunft weitermachen, was die Ständige Impfkommission dazu sagt. Und es ist ja auf jeden Fall schon mal gut, wenn Angebote da sind. Ob ihr euch dann wirklich impfen lassen wollt oder nicht, oder was eure Eltern dazu sagen, das müsst ihr dann selber schauen, also mit euren Eltern gemeinsam. Aber ich wünsche mir einfach, dass die Pandemie endlich mal ein Ende hat. Ja, also Impfen, das ist ein wahnsinniger Fortschritt, den das Impfen insgesamt für unsere Gesundheit gemacht hat. Man kann sagen, es ist ein richtiger Gamechanger in der Gesundheit. Deswegen ist Impfen eine ganz brillante Art und Weise, Krankheiten vorzubeugen. Und ich bin selbstverständlich auch geimpft. Und ich wünsche mir, dass sich ganz, ganz viele Menschen in Deutschland impfen lassen. Und das ist natürlich eine freiwillige Sache. Aber sobald die Impfstoffe auch für Kinder und Jugendliche freigegeben sind, kann ich nur sagen, würde ich mir wünschen, dass das Angebot so viele Kinder und Jugendliche wie möglich auch annehmen. Ja, ich bin einer, glaube ich, von 4 studierten Diplombiologen im Deutschen Bundestag. Also insofern könnte ich jetzt länger reden, das mache ich aber nicht. Ich bin natürlich grundsätzlich für Impfungen, aber man muss unterscheiden, Kinder haben einen anderen Stoffwechsel, reagieren anders als Erwachsene. Deswegen haben wir, das ja eben schon gesagt worden, diese ständige Impfkommission, und die hat erst die Empfehlung für Erwachsene gegeben, jetzt hat sie die Empfehlung gegeben für Kinder über 12. Und jetzt kommt die Frage, wie geht man mit jüngeren Kindern um? Da kommt es natürlich auch darauf an, welche Impfdosis gibt man, und das wird im Augenblick schon untersucht in Pilotprojekten, und dann werden wir bald auch hoffentlich eine Empfehlung kriegen. Im Augenblick empfehle ich, wie die Impfkommission, über 12, unter 12 nicht, weil es auch nicht die große Gefährdung gibt. Aber es ist ein gigantischer Fortschritt, und ich freue mich total, dass das mit den Impfungen klappt. Ich glaube, da sind wir uns alle sehr einig, dass, wenn die Möglichkeit zu einer Impfung besteht und es auch empfohlen ist, dass ihr und sie sich alle impfen lassen sollten. Auch ich bin geimpft, und ich glaube, dass der wirksamste Schutz vor einer Erkrankung mit Corona die Impfung ist. Und es ist nicht nur der wirksamste Schutz für euch selbst, sondern eben auch für die Menschen, die euch umgeben. Und insofern, sobald die ständige Impfkommission, das ist ja hier schon gesagt worden, empfiehlt, dass ihr euch impfen lassen könnt, dann solltet ihr vielleicht mit euren Eltern darüber reden und euch impfen lassen, wenn ihr das wollt. Was wollen Sie dafür tun, dass Krankenhaus und Altenpflege besser bezahlt wird? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wir haben ja gerade über Impfungen und Corona gesprochen. Ich glaube, wir haben in der Corona-Pandemie, die uns ja gerade alle immer noch begleitet, gemerkt, wie existenziell Kranken- und Altenpflegeberufe sind in unserem Land. Ich glaube, ein wesentlicher und wichtiger Beitrag ist erstens, dass wir die Menschen, die solche Berufe ausüben, besser bezahlen. Aber auch ein wesentlicher Punkt ist, dass wir ihnen bessere Arbeitsbedingungen ermöglichen. Das heißt, dass wir die einzelnen Menschen, die dort in den Berufen arbeiten, entlasten, dass sie nicht mehr irgendwie für 30 Personen auf einer Station verantwortlich sind, dass wir schauen, dass dort mehr Personen auch über die Pflegeberufe hinaus agieren und dass wir eben eine Entlastung schaffen neben der besseren Bezahlung. Ich rede sehr viel mit Pflegerinnen und Pflegern und besuche Pflegeeinrichtungen, und tatsächlich ist das eine ganz wichtige Frage. Viele Menschen halten es nicht mehr durch, in der Pflege zu arbeiten, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Und die Antwort, die meine Partei, die SPD, dort gibt, ist relativ klar. Wir geben sehr viel öffentliches Geld in diesen Bereich hinein. Wir werden auch noch mehr Geld da reingeben müssen, aber dann muss es bessere Arbeitsbedingungen geben, eine bessere Bezahlung. Und es kann dann nur noch jemand öffentliches Geld kriegen, wenn das sichergestellt ist. Und ich weiß, vielleicht kennt ihr das, in Deutschland gibt es sowas wie Tarifverträge. Also Arbeitgeber und Arbeitnehmer handeln einen Vertrag aus, und wir wollen nur noch Pflegeeinrichtungen öffentliches Geld geben, wo es einen solchen Vertrag mit einer guten Entlohnung gibt. Ja, das ist ein Riesenproblem, und da fragt man sich doch gleich, der Herr Mintrup zum Beispiel mit seiner Partei, um das hier mal ein bisschen aufzulockern,
der war ziemlich lange schon hier an der Regierung. Und da fragt man sich natürlich, warum, wenn wir so Riesenprobleme in diesem Bereich haben, da einfach noch nichts gemacht worden ist. Das stimmt, ja. Und das ist tatsächlich dramatisch tatsächlich in der Altenpflege. Wenn man da mal die Krankenhäuser besucht und die Pflegeeinrichtungen besucht, gerade in Berlin, da sieht man, wie viel da falsch läuft. Also die müssen auf der einen Seite besser bezahlt werden und auf der anderen Seite gibt es aber auch so andere Aufgaben, die ganz viel zu erledigen haben. Die müssen ganz viel Papierkram machen und so. Und das ist immer alles einmal ganz gut gedacht irgendwie am Anfang, aber dann wird das einfach zu viel. Und von diesem ganzen Papierkram, da müssen wir sie entlassen. Ihr habt das ja vielleicht auch schon mitbekommen, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Das heißt, wir haben mehr alte Menschen als junge Menschen nachkommen. Und das bedeutet, dass wir auch nicht genug junge Leute haben, die alten Leute pflegen. Und deshalb müssen wir natürlich schauen, was gerade schon alles angesprochen wurde, bessere Arbeitsbedingungen, dass die Pflegekräfte mehr Geld bekommen, aber auch die Wertschätzung, dass man auch mal Danke sagt. Und Danke sagen alleine bringt natürlich nichts. Also man muss natürlich mehr Geld bezahlen, aber wir haben ja eben auch schon über das Miteinander in einer Gesellschaft gesprochen. Und hier finde ich auch, dass wir da anfangen müssen, dass es einfach keine Rolle spielt, wer welchen Beruf hat, dass wir einfach dankbar sind, dass Menschen überhaupt andere Leute pflegen wollen, denn wir alle müssen wahrscheinlich irgendwann mal gepflegt werden und Wertschätzung ist hier, glaube ich, ein ganz großes Thema. Also in der Tat, man kann im konkreten Arbeitsfall da Entlastung schaffen durch Digitalisierung, das stimmt, dann ist da ein bisschen mehr Zeit. Man kann die Berufsbilder schärfen, das heißt, auch bei der Pflege gibt es ja ganz unterschiedliche Arbeiten zu tun. Aber ja, am Ende des Tages geht es um die konkrete Arbeitszeit und um das Entgelt. Beim Entgelt ist es so, dass da die öffentliche Hand einfach mehr Geld reintun muss und die richtigen Fragen sind gestellt, aber es ist noch nicht passiert. So, das geht in der Tat an CDU und SPD. Und die zweite Frage ist allerdings auch der Punkt der Arbeitszeit. Und da wünsche ich mir ehrlich gesagt, dass wir auch bei den kirchlichen Organisationen, die ganz viel der Pflegearbeit ausrichten, dass wir da genauer hinschauen, dass eben die Arbeitszeiten eingehalten werden. Das ist häufig nicht der Fall. Und dass wir vielleicht auch jemanden mit einem Verbandsklagerecht oder was Kompliziertes zu sagen haben, der solche Arbeitsbedingungen auch durchsetzt und das nicht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern überlassen wird, sich da mit ihrem Chef oder ihrer Chefin auseinanderzusetzen, weil das ist ganz schön kompliziert. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Mieten nicht immer teurer werden? Eine sehr gute Frage. Wir versuchen ja in Berlin, das auf die verschiedensten Arten und Weisen hinzukriegen. Das Problem ist, dass wir dort neue Gesetze auf Bundesebene brauchen. Wir brauchen Gesetze, die es den Mietern ermöglichen, ihre Miete ordentlich zu bezahlen, so, aber den Vermietern eben das Recht nehmen, diese Miete als Mondpreis anzusetzen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Wir brauchen eine ordentliche Mietpreisbremse und für Märkte, Wohnungsmärkte wie Berlin, wo das völlig aus dem Lot geraten ist, brauchen wir auch Mietpreisgrenzen, damit wir dort auch wieder normales Wohnen zu einem normalen Preis ermöglichen können. Und das müssen wir im Bundesrecht, im Mietrecht klären. Das ist bis jetzt nicht passiert. Wir haben ja eine sehr, sehr schöne Stadt und sehr, sehr viele Menschen ziehen jedes Jahr in unsere Stadt und deshalb haben wir auch weniger Wohnraum. Da ist eigentlich die einzige Lösung, wenn man wenig Wohnraum hat, dass man mehr Wohnungen schafft. Und dadurch muss man neue Wohnungen bauen. Wenn man aber neue Wohnungen baut, dann braucht man natürlich Schulen in der Umgebung, Ärzte in der Umgebung, eine Bushaltestelle mindestens, wenn nicht sogar eine U-Bahn-Station. Also da hängt noch ganz, ganz viel dran. Man kann nicht einfach irgendwo, wo ein bisschen Fläche ist, einfach neue Wohnungen hinsetzen. Das wäre schon mal ein guter Anfang, aber man muss ein bisschen weiterdenken. Und Stadtentwicklung ist da ein großes Thema. Ja, also wir brauchen in jedem Fall mehr Wohnungen, weil es geht ja auch nicht nur um die Leute, die schon eine Wohnung haben, sondern es geht ja auch sehr viel um die Leute, die eine Wohnung suchen. Es gibt ganz viele Menschen in Berlin, die dringend Wohnungen suchen, zum Beispiel Familien, wenn Kinder geboren werden und auf einmal ist ein Kind da und man wohnt immer noch in einer ein- oder zwei Zimmerwohnung, ist es einfach viel zu klein und das ist in Berlin fast gar nicht mehr möglich, mit einem nicht ganz so dicken Portemonnaie Wohnungen zu finden. Und deswegen müssen wir unseren Fokus darauf legen, zu bauen und ganz viel zu bauen. Und da haben wir auch noch genügend Flächen direkt in der Stadt, aber auch in der Umgebung. Habt ihr schon mal gehört, was eine Genossenschaft ist? Also ich lebe in einer Genossenschaft, habe dort auch, war jetzt 19 Jahre Aufsichtsrat einer Genossenschaft, habe also da richtig viel gemacht. Und uns gehören die Häuser selber. Wir sind die Mieter und uns gehören die Häuser selber. Und wir haben sehr, sehr günstige Mieten, weil wir kein Geld rausziehen.
Und das zeigt, man kann auch kostengünstig wohnen und kann bezahlbar wohnen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man, ich nenne das Spekulation, dass man das Handeln mit Wohnungen einschränkt und dass man die Mieten so begrenzt, dass sie bezahlbar sind. Das kann man machen. Und da muss man dann auch zusammenarbeiten mit denen, die sowas machen wollen. Nämlich es gibt auch gute Vermieter und man muss natürlich, wenn Menschen in die Stadt ziehen, neu bauen. Aber das muss man auch so machen, dass es verträglich ist. Wir haben viele Supermärkte, die hier rumstehen, eingeschossig mit großen Parkplätzen. Ich will keine Grünflächen bebauen, sondern ich will da bauen, wo es möglich ist und wo wir heute schon Flächen haben, die betoniert sind. Und dann schaffen wir auch neue Wohnungen und ich will stärker mit Holz bauen. Wir hatten in Berlin ja den Mietendeckel, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört hattet. Da haben wir ja in Berlin als Rot-Rot-Grün versucht zu sagen, okay, die Miete darf nicht teurer werden als das, was wir sozusagen ortsüblich festgelegt haben. Da hat ein Gericht gesagt, dass Berlin das allein nicht darf, sondern wir brauchen dafür die Kompetenzen, wie man immer so schön sagt, vom Bund. Und da bin ich ganz bei Herrn Gelper, dass wir auf Bundesebene Regelungen schaffen müssen und auch Kompetenzen vergeben müssen, dass sowas wie ein Mietendeckel, nämlich zu sagen, okay, es darf nicht teurer werden als das, um den Wohnungsmarkt auch zu entspannen und die Wohnungen bezahlbar zu lassen, um sowas in Berlin auch möglich zu machen. Und ich glaube, dass das geht. Und ich will einen Punkt noch sagen, es ist nicht wichtig, dass wir viel bauen, sondern es ist die Frage, was wir bauen. Ganz viel wird nämlich gebaut in Eigentumswohnungen und das ist das, was wir in Berlin gerade nicht brauchen. Wie wollen Sie, dass wir mit den Taliban in Afghanistan umgehen, mit oder ohne Trump? Ich glaube, dass die Situation in Afghanistan gerade eigentlich sehr, sehr schlimm ist. Ich gehöre ja zur Partei Die Linke und wir als Partei Die Linke haben schon vor 20 Jahren gesagt, dass der Einsatz in Afghanistan kein richtiger war. Und deswegen muss man jetzt gucken, dass man versucht, mit Diplomatie, also ohne Gewalt, die Situation dort also zu entspannen, das wird man nicht schaffen, aber dass man versucht, angemessen dort zu reagieren, weil ich glaube, wir alle wollen nicht, dass sich die Situation da noch mehr verschlimmert. Und jetzt müssen wir eben gucken, wie wir damit umgehen. Und ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos, weil ich mir unsicher bin, wie man dort eine Stabilisation der Situation hinbekommen kann. Im Augenblick wird ja gerade mit Taliban geredet, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Ein deutscher Botschafter verhandelt gerade und Deutschland versucht gerade wirklich dafür zu sorgen, dass dieser Übergang, weil die Taliban haben diesen Krieg gewonnen, möglichst friedlich erfolgt. Aber wir wissen tatsächlich nicht, was passiert. Es gibt auch unterschiedliche Taliban-Gruppen und wir nehmen das wirklich sehr besorgt zur Kenntnis, was dort stattgefunden hat, denn die Unterdrückung von Menschen, die anders denken, anders glauben, die Unterdrückung von Frauen, Mädchen, Mädchenhandel und so weiter, das darf nicht sozusagen toleriert werden, aber in der jetzigen Lage wird man miteinander reden müssen und wir versuchen das auch weiter zu tun. Also wir haben jetzt in Afghanistan 20 Jahre das mit Gewalt versucht, ihr habt gefragt, mit Gewalt, ohne Gewalt, nach 20 Jahren kann man sagen, da ist der gesamte Westen gescheitert. Und jetzt haben wir diese ganz schlimmen Bilder und ich hatte mir das mal überlegt, wie das eigentlich für uns wäre, für uns Mädchen und Frauen, wenn wir es uns nicht mehr erlaubt wäre, einfach auf die Straße zu gehen, ohne dass wir einen Jungen oder ein Mädchen oder einen Mann dabei haben. Das sind ganz absurde Dinge, die da auf die Frauen und Mädchen zukommen. Und da kann man, glaube ich, jetzt ehrlicherweise noch gar keine richtige Antwort geben, wie man da weitermacht. Diese Bilder sind so schlimm. Da hilft es jetzt nichts, schnell, glaube ich, irgendwas zu sagen, sondern da müssen wir ganz viele kluge Köpfe mal zusammenstecken und überlegen, wie wir da weiter vorgehen. Aber im Moment gibt es natürlich Dinge, die ganz aktuell gemacht werden müssen. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Ja, wie es da genau weitergeht, das weiß natürlich niemand von uns. Aber ich finde auch, dass auf jeden Fall Reden der Schlüssel ist und nicht die Anwendung von Gewalt. Es wurde gerade schon angesprochen, die Mädchen und die Frauen. Ich finde es total schrecklich. Mädchen, die jetzt jahrelang zur Schule gehen durften, dürfen jetzt auf einmal nicht mehr zur Schule gehen oder auf die Straße oder in der Öffentlichkeit sprechen. Alles, was für uns hier selbstverständlich ist, ist da gar nicht möglich. Und ich finde, gerade für die Frauen und Mädchen müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir da helfen können. Weil da sind wir wieder beim Thema Chancengleichheit und Rechte. Es sollte nicht vom Geschlecht abhängen, ob man in die Schule gehen darf oder nicht.
Ja, also mich macht das, was in Afghanistan passiert, aktuell passiert, im gleichen Moment wütend und traurig. Traurig, weil ich sehe, was dort den Menschen gerade passiert. Viele Menschen, die Freiheiten hatten, die sich eingerichtet hatten, und das bricht jetzt alles weg, bricht alles zusammen. Und wütend, weil wir 20 Jahre lang, wo wir in diesem Land aktiv waren, also wir als Bundesrepublik, 20 Jahre lang nicht über diesen Punkt nachgedacht haben. Dass natürlich ist irgendwann der Punkt kommt, dass die Armeen dort abziehen. Und 20 Jahre lang keine Gedanke, keine Idee darauf ernster verwendet wird, wie man diesen Prozess so steuert, dass man eben nicht zu dieser chaotischen Situation kommt, wo jetzt alles da in sich zusammenbricht. Das finde ich fatal und das macht mich, wie gesagt, im gleichen Moment wütend und traurig. Wollen Sie, dass wir afghanische Flüchtlinge nicht nur vor Ort Helfer bei uns aufnehmen? Also ich finde, dass die Bundesrepublik, weil sie in Afghanistan sich engagiert hat, dort mit ganz vielen Menschen zusammengearbeitet hat, dass wir dort eine Verantwortung übernommen haben, aus der wir uns jetzt nicht davonstehen können. Und deswegen ist es vollkommen klar, dass wir mit den Menschen, mit denen wir dort vor Ort zusammengearbeitet haben, denen müssen wir die Chance geben, aus diesem Land zu entkommen, weil die sind ganz konkret in Lebensgefahr. Und da haben wir einfach eine Verantwortung, dass die Regierung das nicht hat kommen sehen. Das ist ein echtes Problem. Wir haben vor 2 Jahren schon mit einem Antrag im Bundestag darauf hingewiesen, dass es dort ein Problem mit den afghanischen Ortskräften geben wird. Und das wurde einfach ausgesessen und jetzt gibt es diese dramatische Situation. Und der zweite Punkt, ja, wir müssen auch als Weltgemeinschaft dafür sorgen, dass wenn Menschen jetzt aus ihren Gründen, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihres Aussehens dort verfolgt werden, dass wir dort ganz klar Asyl anbieten. Natürlich, das ist unsere Verantwortung als Bundesrepublik aus ganz vielen guten, auch geschichtlichen Gründen. Ja, ganz viele Jahre lang hat die Bundeswehr da mit Leuten vor Ort zusammengearbeitet und die Leute haben quasi uns geholfen, unserer Bundeswehr. Und ich finde, das ist das Mindeste, dass wir diesen Leuten, die uns jahrelang geholfen haben, jetzt zurückhelfen und eben die und ihre Familien auch nach Deutschland holen. Also die Frage war ja, ob wir darüber hinaus noch Leute aufnehmen sollen. Und ich finde, wir sollten ein extra Kontingent machen für Frauen, die da raus müssen, weil sie sonst unter schweren Repressalien leiden. Ich glaube, das sollte als allererstes gemacht werden, dass wir da schauen, dass wir den Frauen helfen in Afghanistan. Ja, es ist so, dass wir schon einen Großteil der Ortskräfte, die für die Bundeswehr, also Afghaner, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, sind schon hier, aber von anderen Organisationen sind sie noch nicht hier. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir möglichst viele von denen bei uns zu uns holen sollten und natürlich auch Frauenrechtlerinnen zum Beispiel oder Menschenrechtsaktivistinnen, die ansonsten gefährdet sind. Also für die Aufnahme, aber dann muss man sich auch drum kümmern. Dann kann es nicht sein, dass man sagt, sie sind dann hier, sondern dann geht es dann darum, auch Arbeit zu schaffen, Wohnungen zu bauen, damit sie auch sich hier integrieren können. Auf dem Feld arbeite ich auch lange. Fragen ganz kurz zu beantworten, ja. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung für die Menschen, die uns vor Ort unterstützt haben, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und ich finde auch, dass wir darüber hinaus Menschen, die gerade in Kriegs- und Krisengebieten leben, hier aufnehmen müssen. Also es gibt ein Asylrecht und Menschen, die sich hier auf den Weg machen, machen sich nicht hier auf den Weg, weil sie es unbedingt wollen, sondern weil die Situation zu Hause bei ihnen so schlimm ist, dass sie dort nicht mehr bleiben und leben können. Und ich glaube, wir haben eine humanitäre Verantwortung, diesen Menschen hier einen Ort, also ein Zuhause zu geben und ihnen hier Zuflucht und Schutz zu gewähren und auch zu schauen, dass wir gemeinsam da überlegen, und da bin ich dann bei Herrn Mindrup, wie wir hier gemeinsam Integration gewährleisten können. Aber ja, wir müssen auch über die Ortskräfte hinaus Menschen hier aufnehmen, weil in dieser Situation vor Ort kann niemand leben. Wie finden Sie die Idee nach mehr Hundeausgabgebieten? Ich glaube, Hundeausgabgebiete ist halt auch ein sehr weiter Sprung. Von Afghanistan zu Hundeausgabgebieten. Ich glaube, dass wir in der Stadt, und darüber haben wir ja vorhin gesprochen, auch über mehr Grün und mehr Bäume. Natürlich brauchen wir in Berlin mehr Hundeauslaufgebiete, weil es natürlich wichtig ist, dass in dieser Stadt, wenn wir über Verschmutzung reden, wenn wir darüber reden, dass die Straßen auch sauber sein sollen, müssen wir den Besitzerinnen und Besitzern von Hunden natürlich die Möglichkeit geben, mit ihren Hunden
irgendwo hinzugehen und deswegen brauchen wir noch mehr Auslandsgebiete. Paul Schlüter hat schon alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt, außer dafür ist nicht der Deutsche Bundestag zuständig, sondern dafür haben wir eine Bezirksverordnetenversammlung, die das macht. Ja, also das ist natürlich immer so, wenn ihr jetzt einen Politiker fragt, im Wahlkampf sind, dann versprechen die immer ganz viel und Hundeauslaufgebiete sind vor allem ein ganz großes Platzproblem. Wenn man im Prenzlauer Berg guckt, dann muss man sich schon überlegen, wo man die hier noch hinsetzen könnte. Deswegen habe ich mich damit ehrlicherweise, muss ich auch sagen, noch gar nicht beschäftigt, wo wir hier neue Hundeauslaufgebiete haben können. Wir haben einige in der Stadt und die sind sehr gut und wenn wir mehr Hunde haben, müssen wir uns ganz bestimmt auch darüber Gedanken machen. Genau, an jeder Ecke schaffen wir es natürlich nicht, so einen großen Auslauf für die Hunde zu realisieren. Aber ich habe selber einen Hund, das ist ein kleiner Westfalen-Terrier, vielleicht kennt ihr die aus der Cäsar-Werbung und deshalb, ja. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, vielleicht eine kleine Anmerkung noch. Ich finde, dass wir in den Corona-Zeiten, in der Corona-Zeit gab es eine Beobachtung, es gibt viel mehr Haustiere, die sich angeschafft wurden. Das ist gut und schön, kann man so machen. Ich finde aber, wir müssen auch noch ein bisschen mehr darüber aufklären und beraten, wie Tiere in der Stadt leben, wie man sie halten kann, welche Tiere vielleicht auch nicht in der Stadt zu halten sind. Ja, ich will da jetzt kein Verbot oder so aussprechen, aber ich glaube, dass der ein oder andere Hund in der Stadt es wirklich schwer hat, weil das sind halt teilweise große Tiere, die dann in kleinen Wohnungen leben. Und das finde ich persönlich manchmal schon ratschig. Das macht Mitmuseum für Kinder schon sehr wichtig, denn hier geht es um uns. Was planen Sie, um Kinderkulturorte in Zukunft noch besser zu unterstützen? Also erstmal stimme ich dir dazu. Ich finde, das Mitmachmuseum ist ein ganz toller Ort. Hier kann man auch ganz super Geburtstag feiern und Ähnliches. Alles schon erlebt. Und ja, wir müssen Gelder bereitstellen, damit Dächer gemacht werden. Das, also ganz banale Sachen, damit eben die Infrastruktur erhalten wird und dass wir auch mehr von dieser Infrastruktur dazu bekommen. Weil Berlin wächst, wir brauchen natürlich auch mehr Infrastruktur für Kinder und Jugendliche. Wegen Corona müssen wir auch die bestehenden Orte uns anschauen, damit da uns keiner verloren geht. Ihr wisst das vielleicht, dass wir bei der Kulturbauerei oder auch beim Kolosseum da einiges noch zu tun haben, damit wir solche Orte eben sichern können. Und ja, es ist eine Geldfrage, aber es ist auch eine Frage, dass wir Menschen dafür gewinnen und mobilisieren und motivieren, solche Jobs zu machen, um mit Kindern viel Spaß zu haben und ja. Wir haben ja eben schon gesagt, dass wir für Chancengleichheit Bildung brauchen, aber ich glaube, genauso viel brauchen wir an Kulturangeboten, genauso wie dieses Museum. Und ich finde, Kultur muss gefördert werden, das fängt beim Geld an. Genau, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was investieren. Und natürlich dafür sorgen, dass ganz viele junge, interessierte Kinder, wie ihr hier heute da seid, auch weiter gerne hinkommen wollen. Ja, also dieses Museum ist einfach wunderbar und das wisst ihr, so wie wir es wissen. Und ich glaube, deswegen kann man schon sagen, dass wir uns, so wie wir hier sitzen, gibt es Einigkeit, dass wir uns dafür einsetzen, dass das Mitmachmuseum auch weiterhin in dieser tollen Form erhalten bleiben kann. Und dafür braucht es einfach Geld. Ja, es ist wirklich ein toller Ort, wenn man wieder hier ist und ist da schon fast alles gesagt worden. Wir haben sehr viel Geld vom Bund ausgegeben, damit solche Kulturorte erhalten worden sind, aber jetzt in der Corona-Zeit, jetzt müssen wir aber auch Geld in die Hand nehmen und auch Berlin, dass sowas weiter bespielt wird. Das ist kein Ort, wo man viel Geld verdienen kann. Hier muss öffentliches Geld reingehen, also Geld, was eure Eltern mit Steuern bezahlen und wo das engagierte Menschen dann hier bespielen. Und das muss weitergehen und das werden anstrengende Verhandlungen. Und da kommt es dann darauf an, dass Parteien gewählt werden, die auch sagen, dass der Staat ein bisschen Steuern einnehmen soll und nicht so tun, als könnte man die Steuern senken. Ich bin ja sozusagen eigentlich nicht Bundestagskandidat, sondern ich komme hier aus der Kommune und mache Kommunalpolitik. Und ich war in den vergangenen 2 Wochen 3-mal hier, also ist jetzt mein 3. Besuch bei euch. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, solche Orte hier zu erhalten und natürlich auch auszubauen. Und ganz, ganz wichtig dabei zu unterstützen, dass der Erhalt hier gewährleistet wird. Und da sind Kommune und Land in der Verantwortung, Gelder bereitzustellen. Und darüber sind wir ja auch schon im Austausch. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass gerade die letzten 1,5 Jahre in der Corona-Pandemie am meisten zurückgesteckt haben, weil sie für die, die es brauchen, Rücksicht genommen haben und sich verantwortungsvoll in der Gesellschaft halten, dass wir eben gerade denen nicht jetzt noch ihre Jugendfreizeiteinrichtungen, ihre Chillorte, ihre Treffpunkte wegnehmen, sondern dass wir gerade das jetzt ausbauen, weil ihr diejenigen wart, die rücksichtsvoll in dieser Pandemie agiert haben. Und das muss man euch auch danken.